Ja. Also wir möchten halt auf uns aufmerksam machen, weil bei der letzten Pressekonferenz hat man den Eindruck, die im Tourismus gibt es die Reisebusbranche gar nicht. Wir haben viel Zeit, auch finanzielle Mittel, in den Reisekatalog 2020 gesteckt, haben schon im März angefangen, das zu planen. März 2019, wie wir dann im März 2020 beginnen hätten können, unsere Reise zu verkaufen. Wir hatten schon 5000 Buchungen bei uns in der Firma, war mit einem Moment uns die komplette Geschäftsgrundlage entzogen. Mhm. Und jetzt müssen wir im Prinzip nicht nur, dass wir keine Einnahmen haben, sondern wir müssen das Ganze zurück abwickeln. Mhm. Wir müssen die ganzen Kunden anrufen, die schon gebucht haben. Wir müssen die ganzen Hotels wieder stornieren, die ganzen Reiseleitungen, die ganzen Führungen und so weiter. Das heißt, wir machen die Arbeit doppelt. Was erhoffen wir uns? Wir erhoffen, dass sich die Politik Gedanken macht, wann wir wieder fahren können. Wir brauchen ein Konzept, unter welchen Umständen, wann wir wieder fahren können. Wir haben Reisen im Juli, im Juni, im August, Insel Rügen, innerdeutsch. Die Kunden fragen, finden die Reisen statt? Wir müssen sagen, wir wissen es nicht, faktisch. Und wenn wir wissen, und mit diesem, wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, wir haben kleine, überschaubare Gruppen, auch die Politik muss keine Angst haben, dass wir Rückholaktionen haben. Wir bringen unsere Gäste selber zurück. Wir brauchen keine Flugzeuge, die dann die Leute holen. Wir müssen nur wissen, was fordert die Politik von uns, dass wir fahren können.